Grüß euch Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein heutiges Thema ist der Teleprompter. Es befindet sich in jedem modernen Nachrichtenstudio. Die Moderatoren lesen darauf ihren Text. Es ist technisch gesehen ganz einfach. Zwei Leute geben den Text ein, den der Moderator vorher auf einen Zettel geschrieben hat, und dann später, wenn der Moderator auf Sendung geht, schaut er direkt unter die Kamera und liest den Text davon ab. In der damaligen Zeit hat man das auch so gemacht: Der hat sein Pult gehabt, der Moderator, hat sich auf einen Zettel den Text markiert, den was er vorliest bzw. aufsagt. Er hat es jedoch so rübergebracht, dass man nicht geglaubt hat, dass er was liest. Danach ist ein Beitrag gekommen, dann hat er wieder sich den Text einbringen können, und so ging es dann die gesamte Sendung. Heutzutage gibt es, wie gesagt, die sogenannten Teleprompteren, wie sie heißen, um genau zu sein. Im Internet findet man das Ding unter Teleprompter. Und das wird in die modernsten Nachrichtenstudios verwendet. Viele Moderatorinnen und Fernsehmoderatoren machen es lieber auf die altmodische Art und Weise. Das, was ich aber allerdings richtiger finde, weil dadurch kommt das Ganze auch menschlicher rüber. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und Abend, je nachdem, wann euch das Video anschaut. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Mike.